Wir gehen weiter. Ich bin ja noch auf der Suche, wie ich hier reinkomme. Beziehungsweise da hinten. Da ist ja auch noch ein Gitter. Da. Irgendwie funzt es heute nicht so mit der Fackel, oder? Naja. Meine Faust steht gerne in Flammen, davon abgesehen. Das muss so sein. Genau, aber hier muss man ja wohl irgendwie reinkommen. Den Einschalter hier in dem Blutbadbereich hatte ich schon betätigt gehabt. Ich weiß nicht, ob es. Ich würde nochmal zurückgehen im Sinne von da unten lang. Weil ich hatte ja dieses Licht-An- und Licht-Aus-Ding Gedönschalter. Und da hat sich ja, glaube ich, was getan gehabt. Und ich musste dann einmal neu laden und da war das nicht mehr da. Ich habe keine Ahnung, ob ihr mir folgen könnt oder nicht. Ich möchte gerne diesen einen Schalter betätigen, weil ich glaube, das war ja, ich war gestorben und ich weiß jetzt nicht genau, ob der was gemacht hat oder nicht. Und der eine, ja, dann ging ja da die Säulen und so runter und bei dem anderen, mal gucken. Sagen wir es so. So. Den hier, genau. Nee, okay, tut sich nichts. Doch, tut sich was. Ding geht runter. Also ich weiß jetzt nicht. Okay. Ich wollte nur schauen, ob man da unten drunter durch kann. Das geht runter. Okay, dann wird das wohl nicht die Lösung sein. Außer dahinter offenbart sich dann was. Die Frage ist, würde man es wieder hochbekommen? Würde ich nochmal ausprobieren. Auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann, weil irgendwo müsste sie ja hier in dem reichen Schalter sein und hier weitergehen, oder? Komme ich nicht lang. Das hier sieht halt auch so leer aus. Vielleicht nochmal den dunklen, also den Lichtausschalter betätigen. Ich probiere es einfach mal aus. Das Einzige, was ich jetzt quasi eine Station vorher hätte. Und das ist halt der kurze Weg dahin. Aber dann weiß ich jetzt, was dieses Geräusch macht, weil das wusste ich beim letzten Mal nicht. Da habe ich nicht drauf geachtet. Also beziehungsweise ist es sehr doll verzögert. Was, wie, wo und so. Aber da gab es ja auch nichts bei dem Wächter. Ich nenne es jetzt mal Wächter, aber ich weiß, er benennt die alle um. Aber nee. Schwebt ja grundsätzlich alles da oben irgendwo. Ich weiß nicht. Probieren wir das Dunkle nochmal aus. Das ist jetzt nicht. Also da hat sich jetzt nichts geändert. So, das geht jetzt runter hier irgendwas. Ach, die ganze Decke geht runter. Kann ich das nochmal betätigen? Okay, ich bin Matsche. Du schaffst es noch? Nein, schaffst du nicht. Okay. Ich glaube, das ist es nicht. Also mit dem Licht aus, da sieht man dann nochmal. Also klar, es gibt keine Animation mehr. Aber das andere ist definitiv Decke absenken. Hier gab es nur den einen Schalter, wo sich diesen kleinen Raum da geöffnet hat, um Sachen zu looten. Ich wundere mich sehr, dass hier diese Stangen, also die Stacheln nicht hochkommen.
In dem Raum, der sich geöffnet, hier, die Wand, die sich geöffnet hat. Wartet mal. Will mir eigentlich dieses Symbol mit, ich soll auf irgendwas schießen mit einem Pfeil und Bogen was sagen, oder ist das einfach nur Deko? Das könnte Deko sein. Muss aber nicht. Aber ich sehe jetzt sowas nicht. Gerade hier was anvisiert, aber weil da Gegner sind. Tempelwächter. Kann ich den. Ne. Ich schau mal, ob ich irgendwas anschießen muss. Ich weiß ja mal nicht, weil es so ein gewisses Alter dieses Game hat. Irgendwo nicht. Da gibt es halt wieder ein paar Schalter. Aber wie komme ich hier rein? Das hat auch wieder dieses Symbol. Ich gehe jetzt mal hier oben lang zurück. Vielleicht habe ich hier was übersehen. Und dann gehe ich mal bis nach ganz vorne. Vielleicht gibt es ja ganz vorne einen Hinweis. Meine nur. Okay, ich dachte schon, ich komme hier nachher zu schnell durch. Ist doch nicht der Fall. Ich muss kurz überlegen. Genau, weil hier war ja auch ein Hinweis zu dem Stachel-Sarkophag. Und hier ist halt überall dieses Symbol. Und. Genau, hier was vergessen. Zwar denke ich schon, dass das Deko so häufig wie das auftaucht. Das war mein Handy. Gut, dann bin ich hier in dem Bereich. Nicht noch weiter. Ich gehe jetzt mal noch weiter zurück. Und dann schaue ich mal von da drüben hier rein. Das ist die ganz Anfangsstelle. Da war der Hinweis für dieses Farbenrätsel. Ich nenne es Farbenrätsel. Hier. Gerade dunkel. Ich laufe gerade nicht mit der Fackel rum. Ich weiß nicht, falls man hier irgendwas anschießen kann. Wahrscheinlich ein so ein Ding im Spiel und man rechnet nicht damit. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Da geht's nach unten in diese Kammern. Da war ich. Da war der andere. Duty. Bin ich aber hier draußen? Nee. Das ist eine sehr gute Frage, wie sie etwas hinsehen kann. Ich würde von hier da noch mal probieren, ganz aufmerksam loszulatschen. Das hier bei meinen Nachbarn gerade mächtig eskaliert. Ich weiß gar nicht, ob man es im Hintergrund hört. Ich hoffe nicht. Ja. Schauen wir uns die Sachen noch mal näher an. Das war der erste Raum, wo ich reingegangen bin. Ich suche jetzt noch mal alles ab. Ich habe ja die Vermutung, es ist ja dieses komische Schild. Steintafel. Mit diesen Bogenschützen, weil die sehe ich ja so oft. Und dieses Symbol, aber ich sehe nichts, was ich anvisieren kann. Außer, das ist natürlich wieder so genial und man kann es nicht, also es wird nicht angezeigt beim Anvisieren.
Dann ist natürlich nice. Aber dann suche ich jetzt mal ab, ob ich irgendwo so ein kreisrundes irgendwas finde. Das kann überall sein wieder, oder? Okay, in der Folge dauert es jetzt leider länger. Es tut mir leid. Hier wurde ich schon ein paar Mal zerquetscht. Das probiere ich jetzt nicht nochmal aus. Die Lösung wird es nicht sein. Dann. Den Dingsräumen in diesen Schächten, Stollen, glaube ich auch nicht. Will gerade da nicht hochspringen, deshalb gehe ich den anderen Weg lang. Wo das erste, ich glaube, das erste Schildbereich war. Oh nee. Ich habe gerade schon wieder irgendwas gehört, dass sich was geöffnet hat. Ich habe eine Spruchrolle komplett übersehen. Also da oben schwebt das Zeug. Ich könnte mir einen Telekinese-Zauber wahrscheinlich mehr herholen. Habe ich das als Rune? Nee. Dann nicht. Diese Geräusche, ey. Ich habe auf jeden Fall hier eine Spruchrolle übersehen, gut zu wissen. Hier war nicht so was. Ich habe da jetzt auch nicht so, nicht dieses. Ach ja, okay. Ich bin darüber gelatscht. Bräuchte nochmal, danke, den Türöffner. Das hatte ich gehört gehabt. So, wieder recht dunkel hier. Ich glaube, ich laufe mal lieber mit der Fackel rum. Ich finde es gut, dass er ungeduldig auf der Stelle mal auf und ab trampelt, wenn ich im Inventar bin. Aber auch erst seit kurzem. Ganz am Anfang war es nicht so. Seit kurzem, auf jeden Fall seit ein paar Folgen. Ja. So, da oben war das erste Mal dieses Symbol. Wird er jetzt hier, also hier lang gehen? Will da nicht hochspringen? Nochmal. Gehen wir den Weg lang. Ich durchsuche jetzt diesen gesamten Tempel. Es tut mir wirklich leid, dass wir hier nicht fix weiterkommen. Also 100 Folgen schaffe ich, glaube ich, auch nicht mehr. Es fühlt sich schon so an, als wären wir relativ nah. Ich will aber noch dem. Hier ist es auch. So. Den Erzhaufen sprengen. Dieses Symbol müssen wir suchen. Aber ich bin auch mit der Fackel komplett hier schon durchgelatscht. Mit der Fackel. Mit dem Bogen. Und ich habe es nicht automatisch anvisiert. Ich gehe jetzt davon aus, dass es sich nicht automatisch anvisiert. So wie bei so ein paar anderen Kleinigkeiten, die wir schon hatten. Freude! Yippie! So, ich gehe jetzt auch nochmal zu der anderen Steintafel. Ich weiß nicht, ob in der Nähe von so einer Steintafel das Ding dann ist. Oder ob bei jeder Steintafel so ein Teil ist. Ja. Genau. Aber das war ja auch echt. Deshalb muss das ja auch echt sein. Aber hier ist sowas nicht. Kann ich die Steintafel anschießen? Also ich kann sie anschießen, bringt mir, glaube ich, nicht so viel. Also es wird dann nicht direkt so anvisiert, wie es ist. Gehe ich hier auch nochmal kurz lunsen. Also es muss was, also wenn es nicht damit zu tun hat, wie gesagt, dann ist komisch. Da! Da ist auch so ein Teil, das habe ich aber damals nicht benutzt. Kann ich das an? Das kann ich anschießen. Der hat angeschossen. Da, was passiert nicht. Vielleicht, weil ich hier schon war, weil ich schon da oben drauf war. Aber da, er schießt nach oben, er schießt dahin, okay. Also, man kann es nicht anvisieren. Aber das ist das auf jeden Fall. Ich glaube, damit wäre das aufgegangen. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht hatte. Ich habe das irgendwie anders gemacht gehabt. Das habe ich nicht mehr in Erinnerung. Ich will es gar nicht wissen. Aber man schießt die Dinger an, wenn man davor steht. Sie werden bloß nicht, ich nenne es, anvisiert. Habe ich den Schalter gedrückt gehabt?
Wahrscheinlich schon. Es sind zu viele Schalter auch. Nicht verwirren lassen. Wir suchen woanders noch dieses runde Ding. Da waren die gerade. Und er hat sie angeschossen. Obwohl sie nicht anwesend sind. Ich komme der Sache ein bisschen näher. Nach 10 Jahren. Wie es sich gehört. Wie es sich gehört. Ja. Jeder in seinem Tempo. Nicht wahr? So, da ist natürlich auch diese Tafel. Hier sehe ich nirgendwo so ein Teil. Hier in dem Raum, um weiterzukommen. Hier steht das ja auch. Also irgendwo muss hier nochmal so ein kreisrundes Ding sein. Bei dem einen war es aber über dem Sarkophag. Ist nichts. Gehe ich nochmal in diesen schönen Raum rein. Ich frage mich, wie ich schaffe, dass diese Piekser rauskommen. Ist es auch. Ja, das war, hat sich ja so geöffnet gehabt. Wir haben es. Boah, sag mal, wie oft bin ich jetzt hier dran vorbeigelatscht? 50 Millionen Mal? 50 Millionen Mal, okay. Aber ich visiere es nicht an. Ich speichere sicherheitshalber, weil ich nicht weiß, ob da jetzt was rauskommt. Okay. Okay, aber er visiert auch. Also, doch, er visiert es an. Scheiße. Und ich habe mich erschrocken. Ja, sagen wir es so, es bewegt sich auf jeden Fall was und wir machen das einfach nochmal. Ich hab mich nämlich schon gewundert. Hier ist so eine Falle. Wann wird diese Falle ausgelöst? Kann ich das von da hinten anzünden? Anzünden. Anvisieren? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch. Jetzt kommt's raus. Wahrscheinlich muss ich aber erst in den Raum rein. Und irgendwas hat sich jetzt hier bewegt. Irgendeine Mauer. In dem Ding. Da. Aber dahinter ist ja nichts. Mal die Fackel. Bewegt. Also hier sind zu viele Geräusche. Doch, das was. Hier ist ein Kasten, also eine Luke. Ah, okay. Hier wäre noch was zum Anschießen. Das müsste ich dann wahrscheinlich von da machen. Obwohl das so. Man hätte, glaube ich, genügend Zeit, auch einfach da reinzulatschen, natürlich. Aber ist jetzt hier irgendwas schon aufgegangen? Jetzt ist die Fackel auch wieder richtig. Das geht das noch nicht auf? Das geht das noch nicht auf. Weil dass man sich hier immer erschrecken muss. Ich sollte mal wieder ein Horrorspiel spielen. Das ist ein richtiges, nicht diese, wo man sich gar nicht. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Das würde ich nicht anvisieren können. Geh mal hier rauf. Und speicher nochmal. Jetzt sehen wir das Ding natürlich nicht. Aber ihr müsst es ja trotzdem automatisch jetzt nicht schriftlich anvisieren. Ah, mit diesen. Okay. Das geht auch auf. Die Kamerafahrt, Digga. Sure, sorry fürs Wort. Das ist aber echt. Krass. Ich bin es nicht gewohnt. Ich bin. Wir sind gleich tot. So. Schnell hier raus, bevor nochmal die Stacheln kommen. Jetzt habe ich zwar eine Fackel zu wenig, aber. Okay.
ist ja gar kein. Ich habe ja genug Fackeln. Ich will ja nicht so sein. Okay, wir kommen weiter. So nach ein paar Jährchen. Das, wie gesagt, tut mir sehr leid. Lassen wir das. Gucken wir mal nach, was jetzt hier ist. Ich habe gespeichert. So. Da liegt was. Okay, so ein Beschwörungsstein. Hier gibt es wieder was mit. Okay, mit dem. Dann da das. Okay. Oh, hier ist jetzt aber eine andere. Aber das ist weiß oder so. Oder grau. Rot und gelb. Was soll mir das sagen? Habe ich irgendwo nochmal so eine Tafel gesehen gehabt? Weil ich habe ja zum ersten Mal das Graue gesehen. Hier ist nichts Offensichtliches. Das muss so offensichtlich sein wie dieses Ding. Wie diese Tafeln, die hier 50 Mal irgendwo sind. Und dann kommt man trotzdem nicht drauf. Zumindest am Anfang. Ich würde mal über das Teil laufen und mal gucken. Außer ich drehe die und dann kommt vielleicht jetzt mal ein Dämon. Wie bald, als wir in diesem einen Schacht waren. Das kann auch sein. So, wenn ich rüberlaufe, nicht. Ich probiere mal. Wahrscheinlich kommt ein Dämon. Oder auch nicht. Mich irritiert halt die Farbe. Jetzt kommt ein Dämon. Oder soll das vielleicht lila sein und das nicht verpackt eventuell? Jetzt haben wir noch einen Dämon. Dann probiere ich das hier jetzt nochmal, den roten. Da ist ja gerade eben nichts passiert. Das ist dieselbe Reihenfolge wie damals. Also mich wundert, dass das Weiße. Das hier. Das ist ja nicht lila. Kamerafahrten. Ich bin geflasht. Wirklich, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir sowas sehen. Ich mag das an sich wenigstens, wo ich hin muss. Obwohl ich wahrscheinlich eh verwirrt wieder komplett rumlaufe. Okay, hier kommt nicht kein Wächter, ja? Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn mir später einer fehlt oder irgendwas fehlt, komme ich nochmal hierher zurück. Okay. Gehen wir hier rein. Da waren auf jeden Fall irgendwelche Dinger. Und der Typ der Ball scheint ja hier davor. Und ich hatte irgendwelche Stimmen gehört gehabt. Also nicht von dem Ork hier. Da, ein Ball. Oh nee. Also ein Templer meine ich. Fanatischer Templer. Die sind so krass stark hier. Das ist so krass, wie stark die hier sind. Ich würde auch rausgehen, dann habe ich mehr Platz. Ding, ich habe jetzt auch noch beide getriggert, ne? Das ist natürlich doof. Hm.
So. Platz. Okay. Der hat dieses so. Ich benutze ja gleich auch zwei Hände, so viel steht fest. Das finde ich auch brutal. Dass die so eine, dass es so eine krassen Zweihänderwaffen gibt, aber. Hallo? Sieht der mich nicht? Jetzt so. Aber so gut wie keine Einhänder, jetzt kommt der andere Typ schon. Und da ist ja nicht mal eine Chance, sich umzudrehen. Sind die hier schneller? Sind die hier schneller? So, ich speichere hier nochmal. Und den Templar, den muss ich hier rausbekommen. Den fanatischen Templar, der, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich jetzt irgendwo verbuggt ist und gegen eine Wand gelaufen. Der steht da nicht mehr, dann gehe ich mal hier lang. Okay, jetzt höre ich ganz viel. Jetzt ist wieder irgendwas weggepackt. Was sind das hier für Geräusche, ey? Man hört halt hier dieses Schwertchen von dem Templer. Der muss da in irgendeiner Wand jetzt festhängen, glaube ich, nehme ich an. Sieht die Chance aus und heil mich? Warum nicht? Dann gucken wir mal, also diesen fanatischen Templer. Eieiei. Oh, ich habe Bier getrunken. Wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich, dass sich das Bild jetzt bitte nicht ändert. Okay. Ich nur heilen. Mehr wollte ich gar nicht. Diese Geräusche. Oh. Sind so insektenähnlich. Da ist auch ein Templer. Und so ein paar Orkis. Sehr dunkel, ich weiß. Und da drinnen auch. Eieiei. Dann, würde ich sagen, in der nächsten Folge legen wir uns mit den fanatischen Templern an, das, wozu ich nicht gehöre. Das war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Ciao.